Und da bin ich wieder. Willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 1. Remake mit einer Ratte, die uns... mit zwei Ratten, die uns töten wollen. Aber ich verschwende dafür echt ungern die Uzis, ehrlich gesagt. Wir haben nämlich nur noch 173 Schuss. Pistols. So eine Ratte wird man doch wohl noch mit Pistolen erledigen können. Ich korrigiere, zwei Ratten wird man wohl mit Pistolen erledigen können. Aber, oh, sogar noch eine. Waren das jetzt vier? Man kann es auch echt übertreiben. Aber diese Ratte ist auch tot. Und ich glaube, das war's. Gut, Waffen weg, Lara. Wir nehmen für unsere nächste Gegner die Pump Gun, unsere Schrotflinte. Finde ich eine gute Idee. Wir bleiben bei der blauen Ammo. Gut. Und dieser Hebel... ja, der sich gerade mal wieder sehr lecker angehört hat. Wie so eine Klospülung in der Zisterne. Naja, muss nicht unbedingt sein. Aber mein Gott, wir sind in der Zisterne, da kann man sich die Geräusche nicht raussuchen. Ist halt Kanalisation und so hört sich das Ganze halt auch an. Naja, gut. Nehmen wir Munition mit und freuen uns einfach mal in diesem Level, in dem wir ein Geheimnis auslösen. Ach, wie schön. Ich liebe es, Geheimnisse zu finden. Ohne Secrets würde das Spiel nur halb so viel Spaß machen. Ja, was ich eigentlich ursprünglich sagen wollte, wir haben diesen komischen Hebel gezogen, der diese komischen Klospülungsgeräusche von sich gegeben hat. Und mit diesem Hebel haben wir ganz einfach den Wasserspiegel im Hauptraum erhöht und können jetzt somit etwas erreichen, was wir vorher nicht erreichen konnten. Aua, das hat wehgetan. Aber da drüben sehe ich schon was. Ein kleines Medipack, was unser Leben wieder auffrischen wird. Deswegen gehen wir da jetzt hin und freuen uns, an diesem Medipack unser Leben wieder auftanken zu dürfen. Das machen wir nämlich so. Wir klettern da hoch, nehmen das Medipack und benutzen es auch gleich. Wir heben das Medipack auf und benutzen es auch gleich mal, weil wir hatten echt wenig Leben. So, und Uzi-Munition können wir immer gut gebrauchen. Die Uzi ist nämlich eine sehr coole Waffe. So, speichern. Sonst haben wir, glaube ich, alles erledigt. Das heißt, wir können ins Wasser springen. Was wahrscheinlich sehr lecker sein wird. Lara, du bist leicht eklig in einer Kanalisation. Im Wasser voller Bakterien, Algen, was weiß ich für... Ach, keine Ahnung, ich will es gar nicht wissen. Wo die Ratten drin rumschwimmen. Apropos Ratten, im Original schwimmen hier Ratten rum. Aber die waren ja gerade schon draußen gewesen, also... Ja, Lara, willst du dich da jetzt ewig drin aufhalten? Ich finde das ein bisschen eklig, das Ganze hier. Geh mal da mal lieber raus. Das Wasser ist mir nicht so geheuer. Da kann man, glaube ich, gut von krank werden und sich Bakterien holen. Aber ich glaube, die Lara ist da ziemlich gut abgehärtet. Der macht das nicht. Okay, hier ist der nächste Schlüssel. Ich glaube, den kann man auch echt leicht übersehen, wenn man jetzt so lang rennt und so. Also der war gar nicht so auffällig, finde ich. Also wenn man nicht weiß, dass da ein Schlüssel liegt, kann man den vielleicht doch mal ganz schnell übersehen. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Wenn man so dran vorbeirennt und nicht genau guckt. Aber wir wussten natürlich aus Tomb Raider 1, dass da ein Schlüssel sein wird. Und da war er auch und das ist natürlich gut. Ja, da unten sind wieder unsere neuen Freunde. Unsere lieben Ratten. Die wir nicht mit der Schrotflinte obwohl, die sind ja schon stark irgendwie, ne? Nee, das ist mir zu blöd. Ist mir wirklich zu blöd, das mit Schrotflinte zu machen. Weil die extrem viel aushalten. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Ich wollte... Mist. Ach so, wir sind hier. Okay. Ich habe gerade die Stelle verwechselt. Hier, wieso eigentlich nett, frage ich mich gerade. Hier unten ist ja nichts, gell? Hier ist nichts.
So, und wieso sich den Stress machen und die Ratten abknallen, wenn man gleich hier runterrutschen kann? Ja, ja. Man muss einfach nur denken, okay, die Ratten kommen hier eh nicht die Rampe runter, das können die Batum Predator nicht. Und dann springen die da oben rum, tun uns nichts. Können sich da oben gegenseitig die Krankheiten übertragen und uns stört's nicht. Das ist natürlich eine super Ausgangssituation. So, nächste Frage. Was hat der Wasserspiegel alles bewirkt? Ich glaube, wir können jetzt hier reintauchen und zu neuen Ratten gehen, wo wir Gegenstände finden können. Ich glaube, das war hier oben. Genau. Und hier ist nämlich auch schon wieder ein Hebel, der etwas öffnen wird. Ja, ein Schlüssel zum Glück. Sehr schön. Und eine Ratte, die wir nicht mit der Schrotflinte abschießen. Nein. Na gut, nehmen wir halt nochmal die Uzis, wenn es unbedingt sein muss. Aber für die da drüben nehmen wir die Pistolen. Ich möchte dich nochmal dran erinnern, du bist eine Ratte. Danke. Unglaublich. Wie viel, ich kann es echt nicht oft genug sagen, wie viel diese Gegner hier wegstecken, das ist echt krank. Auch wenn es Riesenratten sind, sie sind echt sehr robust. Wahrscheinlich ist hier in dieser Kanalisation ein Bakterium, was die Ratten fast unsterblich macht. Deswegen schwimmt Aulara da drin rum, dass sie unsterblich wird. Weil diese Bakterien... Ach, ich rede gar nicht erst weiter. Ich habe nämlich eh keine Ahnung von Biologien. Bevor ich dann irgendwas von Zellveränderungen und Mutationen erzähle, lasse ich es lieber. So, kurzes... Wie nennt man das? Silver Key, Rusty Key. Okay, wir müssen noch ein Rusty Key einsetzen, fällt mir gerade ein. Kurzes Update, das Wort habe ich gesucht. Wie viele Schlüssel wir haben und wie viele wir noch brauchen. Wir müssen, bevor wir da weitergehen, erstmal hier den nächsten Rusty Key einsetzen und uns um den nächsten Schlüssel kümmern. Ich glaube, der Gold Key, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Also, rein mit uns ins kühle... Aua, nass. Das war jetzt nicht so... Sehr gut. Das war sonderlich schlecht, aber gut, wir haben es überlebt. Und jetzt tauchen wir hier lang und denken, jawohl, Uzi-Munition, die brauchen wir unbedingt. Mitnehmen ist schön, Lara, danke. Und der Gold Key, der da mal wieder rumsteht. Vor dem Rattenloch. So, ich glaube, dann haben wir hier alles erledigt. Ich glaube, die Secrets haben wir auch alle. Hoffe ich zumindest. Ach, ich denke, wir haben sie alle und gehen hier raus. Den größten Teil der Zisterne haben wir geschafft, Leute. So schlimm war es doch gar nicht. Oder so schlimm ist die Zisterne doch eigentlich gar nicht. Eigentlich ist das Level gar nicht so schlimm. Wo kommt das Krokodil her? Habe ich das nicht abgeknallt gehabt? Oder habe ich mir das Krokodil gerade eingebildet? Nee, da ist echt ein Krokodil. Egal, wir müssen da eh nicht mehr hin. Wir setzen den Schlüssel ein und gehen rein. Nee, was das Schlimme an dieser Zisterne ist, sind einfach diese Hintergrundgeräusche. Ich finde die so ätzend. Furchtbar. Aber die gehören dazu, deswegen schalte ich die nicht ab, weil ohne die Hintergrundgeräusche ist die Zisterne nicht die Zisterne. Deswegen müssen diese Hintergrundgeräusche sein, egal wie hässlich die sind. Ihr hört's ja, es ist ekelhaft, wirklich. So, hier oben ist, glaube ich, ein Gorilla. Im Original zumindest. Der ist wahrscheinlich noch nicht ausgelöst. Wir gehen erstmal da hoch. Denken uns, jawohl, wir freuen uns am Leben, indem wir hier hochhüpfen. Und da steht bestimmt unausgelöst der Gorilla irgendwo in der Ecke, der uns gleich erschrecken wird. Okay, ich sehe jetzt keinen. Da kommt er. Das war mir so klar. Wir müssen die angucken. Guck mich an.
Guck mich an. Du sollst mich angucken. Ich lade das. Ja, guck mich an. Guck mich an. Starr mich an. Starr mich an. Sehr schön. Immer ruhig, Brauner. Alles ist gut. Auch wenn du Blut verlierst. Das ist alles... Das ist alles Erdbeersaft. Das ist nichts Schlimmes. Ups. War doch schlimm. Ja, wenn der Gorilla so leichtgläubig ist und denkt, da kommt Erdbeersaft raus, kann ich es auch nicht ändern. Okay. Wir haben eine Tür geöffnet und da müssen wir jetzt rein. Hopsa und runter. Sehr schön. Durch die beiden Löwenköpfe. Und da kommen auch schon Löwen raus. Ist es einfach unglaublich. So. Und die sind gar nicht so stark, glaube ich. Aber stärker als ich. Das... Ja, du kannst ruhig triumphieren, dass du gewonnen hast. Freu dich. Feier dein Leben. Ich habe noch einen Versuch. Und da wirst du den Kürzeren ziehen, das sage ich dir. Lass mich doch nicht von Löwen verarschen. Also, wo sind wir denn? Komm. Komm. Los, komm. Was? Daneben geschossen. Wie viel Schuss haben wir denn noch? 6. 6. Was nehmen wir dann? 6 oder 6? Wir nehmen die... Ach, wir nehmen erstmal die Pumpgunner-Ammo. Da habe ich jetzt Bock drauf. Die muss fort. Und dann können wir die rote wieder nehmen. Immer erstmal eine nach der anderen aufbrauchen. Genau, hier müssen wir nämlich jetzt tierisch aufpassen, dass wir nicht in die Löcher fallen. Weil da sind nicht nur leere Löcher drin, das sind auch Spieße drin, die uns sehr wehtun. Wie hier zum Beispiel. Das ist jetzt eine tolle, unlogische Demonstration gewesen, weil wir einfach drüber gelaufen sind und schon gestorben sind. Also da müssen wir aufpassen. Und hier irgendwo sind... Da sind auch Spieße drin, habt ihr es gesehen? Deswegen ist hier das Medipack drin. Im Original. Gut. Nee, Schrotflintenmunition. Auch recht, da haben wir jetzt mehr rote als blaue. Aber wir schießen trotzdem erstmal die blaue leer. Das ist so der Plan des Ganzen. Und gleich kommen auch wieder Löwen. Aber erst müssen wir noch ein paar Gegenstände holen. Dafür ziehen wir den Block weg. Das ist ganz wichtig. Sonst kommen wir nicht zum Level-Ausgang. Da haben wir die Zisterne nämlich schon geschafft. Und dann kommt das Grab von Teokan, oder? Ich glaube, das Grab von Teokan. Das kommt dann und das ist Anfang auch noch Zisterne-mäßig mit hässlichen Hintergrundgeräuschen, aber das ändert sich dann zum Glück. Okay, das pennt noch. Kommt es auch raus? Es sind zwei. Ich habe ja kein Leben, da muss ich jetzt echt aufpassen. Gut. Ja, Lara, du hast es gehört, du hast echt kein Leben. Und ich verstehe schon. Weil wir erinnern uns an das zweite Level. Ja, ich weiß noch in Erinnerungen, dass diese Tür, dieser Schalter irgendwie komisch ist. Ja, wir haben nämlich im zweiten Level gelernt, die Stadt Vilcabamba. Schönes zweites Level. Dass Lara in diesem Spiel nicht auf diese Kisten draufklettern kann. Das heißt, wir müssen was suchen, um die Kisten draufzuschieben. Das hatten wir doch jetzt hier vor zwei Folgen auch schon in letzter Szene. Dass wir den Block auf irgendeine Bodenplattform schieben müssen, die irgendwas auslöst, was hochfährt, um irgendwo hochklettern zu können. So, und das müssen wir nämlich jetzt hier auch machen. Wir müssen den Block da drüben in diese komische Öffnung da schieben. Wo die Bodenplattform ist und diese komischen Schrägen sind und da muss das Ding hin. Und dann lösen wir wahrscheinlich was aus, was irgendwie hochfährt. Da können wir hochklettern, die Gegenstände holen. Ich glaube, ein paar Gorillas oder Ratten abknallen. Ich weiß es jetzt nicht. Und das Level verlassen. So. So einfach ist das.
So, Blöckchen hier drauf. Und wir haben eine Treppe gebaut. Das ist ja schön. Okay. Eine Treppe. Wirklich schön. Und wir machen jetzt hier mal den Hebel. Da vielleicht brauchen wir den ja. Weil der vielleicht oben irgendwas öffnet. Ich habe keine Ahnung. Sonst wäre dieser Hebel nicht da, wenn man den nicht brauchen würde. Deswegen ziehen wir den mal lieber. Und gehen hier hoch. Zu den Ratten. Ratten. Ja, Ratten. Ratten, Ratten, Ratten. Die uns töten. Wenn wir nicht aufpassen. Weil wir haben wenig Leben. Aber ich habe eine Idee. Wir gehen hier hoch. Und da könnt ihr uns bestimmt nichts antun. Das war eine gute Idee. Und von hier können wir die nämlich schön in Ruhe abschießen. Ich glaube, jetzt wird brenzlig. Es wird brenzlig. Es wird brenzlig. Okay, wir sind gerettet. Nein, die rennt hier hoch. Weil wir müssen echt aufpassen, weil wir haben kein Leben. So. Großes Medipack. Hier drüben habe ich auch schon was gesehen. Uzi-Munition und Uzi-Munition. Das ist ja echt sehr zahlreich hier. Und da drüben noch Schrotmunition. Und da bin ich meines Lebens froh. Wie die Lara am Haferstroh. Am besten, ich sollte aufhören zu reden. Mache ich jetzt auch, weil ich beende jetzt die Folge. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht es dann halt weiter in der nächsten Folge. Und wenn es weitergeht, dann kommen wir weiter und finden neue Geheimnisse und kommen ins nächste Level und so. Deswegen, jump ins nächste Level und bis dann. Ciao. Oder?